Okay. Verschissen. Hank ist warm. Ein Fukuhila-Mädchen. Nicht zum ersten Mal. Seine Lust, ne? Immer noch unsterblich, Connor, hä? Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Leck mich! Ich habe ein mieses Gefühl, Lieutenant. Wir sollten nicht hier sein. Mieses Gefühl, hä? Lass dein Programm überprüfen. Ist vielleicht defekt. Also, ja, aufgrund dessen, dass wir gestorben sind, hat sich auf jeden Fall schon mal, ja, unser Verhältnis zu Hank verschlechtert. Aber es kam ja auch absolut unerwartet. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Die kennen wir doch. Ja, krass. Quasi noch im letzten Kapitel drüber gesprochen. Die hat keine Schuhe an. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Sieht aber so jung aus irgendwie. Keine Schuhe an. Lieben Gruß an dich, Miri. Ja, echt. Um das mal eben nochmal zu erläutern, die hat auch fast nie Schuhe an. Ja. Eine Freundin. Amanda. Ah, okay. Okay. Oh, schade, jetzt mal ein bisschen länger gedrückt. Ich hab gar nicht gedrückt. Ein RT-600 bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Drück's mal sehr langsam, ne? Ja. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Das Ganze. Vielleicht triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Treffen unseren Schöpfer. Krass. Ich habe keine existenziellen Fragen. Wenn Sie das meinen. Manchmal wünschte ich, ich könnte... Entschuldigung. Kannst du ja vorher nicht wissen. Elijah Kamsky oder Kamsky, Cyberlife-Gründer. Also das ist im Prinzip mein Vater. Oder ja. Unser Schöpfer. Ja. Hm? Ich bin jetzt mal stark von aus. Gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Mache erstmal angucken. Das, was angucken? Ja, die Figur. Weil hinsetzen kann ja sein, dass man. Keine Figur, ach doch. Dass da dann kommt, dass die dich dann abholen. Okay. Sehr interessant. Ja, dann gucken wir uns die auch an. Wenn es die Wegfindung zulässt. Ja, echt. Geht gar nicht mehr. Elijah empfängt sie jetzt.
Mr. Kamsky? Einen Moment, bitte. Ui. Ja, das sieht wie aus wie Blut im Prinzip, das Wasser. Hammer Aussicht. Aber wenn du dich drehst, ist die Aussicht Hammer. Ja, wenn wir jetzt bei Sims wären, hättest du schön die Leiter wegnehmen können. Ja, das stimmt. Der ist ja noch voll jung. Weil da eben schon stand, dass er in Ruhestand gegangen ist. 2028, meine ich. Okay, hab ich gesehen. Also vor 8 Jahren. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Klingt ja schon bald so, als ob der das darauf angelegt hätte. Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Wunderschön, für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Oh, erinnert echt alles okay, schon sehr. Ich glaub, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Oh, ich kann das nicht entscheiden. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen?
Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Was soll ich machen? Es ist natürlich sinnvoll, sie zu erschießen, dann erfahren wir echt viel. Es kommt drauf an, in welche Richtung du spielen willst. Aber, Hank sagt ja auch, nicht schießen. Ich find's auf jeden Fall gerade richtig gut, das erinnert sehr an Blade Runner. Die Entscheidung überlasse ich absolut dir. Es kommt halt wirklich drauf an, in welche Richtung du spielen willst. Weil, ich denke mal, schießen, dann, ja, geht das mehr in die Richtung, dass du, ja, halt, der Polizeidetektiv bist, also auf der Spur bleibst, oder wenn du nicht schießt, gehst du in die Richtung der Abweichler. Für die du ja eigentlich auch bist. Also ich dachte eigentlich, dass dir das relativ leicht fallen würde, was du nimmst. Tut's anscheinend nicht. Aber die Entscheidung lasse ich. Hast gedrückt? Mhm. Faszinierend. So, ich dachte, das wäre jetzt von alleine. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden! Besonders für sie. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Meint er damit Selbstzerstörung? Ich weiß es nicht. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen. Und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Mann, ey. Mega krass. Und wahrscheinlich sehr, 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 sehr entscheidend. Ja. Wow. Richtig gut, erinnert mich voll an Blade Runner. Sehr gut umgesetzt. Ja, da unten haben wir es. Genau, Stab in Staatsfeind. Ja, wow. Ich hätte aber gar nicht gedacht, dass du da jetzt ein Problem mit hast, dich zu entscheiden. Ich hätte gedacht, du würdest jetzt direkt halt nicht schießen machen, weil du ja. Ja, aber ich bin eigentlich auf deren Seite bist. Dass man viel erfahren hätte können jetzt so, ne, wenn ich sie erschossen hätte. Und weil ich dachte, weil da noch zwei selbe im Pool sind, dass es ja nicht so schlimm ist. Ja, das. Weißt du, dass sie einfach neu machen kann. Dein Bier quasi. Bis dahin hatte ich ja nie gespielt. Ich habe ihn aber ja darauf angelegt, dass er halt den Befehlen folgt und halt hart ist. Ich hätte genau das Gegenteil genommen, aber nur. Ich hätte es erschossen, aber nur nicht aus dem Grund, wie bei dir jetzt, wegen Mitempfinden, sondern einfach, weil ich ja halt meine Charaktere immer auf einem Level spiele. Das heißt, ich versuche mich immer hineinzuversetzen, wenn ich ihn von Anfang an schon so gespielt hast, dass du das nicht änderst. Ja, aber Menschen können sich doch auch ändern. Oder die Klone. Ja, klar, das stimmt. Ist ja auch, du hast ja auch schon durch einige Sachen, wo du ein bisschen hin und her geschwankt hast, Sachen erreicht, die ich nicht erreicht habe, weil ich dachte, dass meins das Richtige wäre und das kannst du jetzt nicht wissen, weil bei mir halt andere Sachen passiert sind. Ich kann einfach nur dazu sagen, ich habe ihn aufgrund, wie ich ihn gespielt habe, öfter verloren. Auf jeden Fall. Okay. Weil ich halt diese eine Linie gehalten habe. Aber ich bin halt wirklich so, dass ich bei Spielen, zumindest beim ersten Mal durchspielen, versuche wirklich eine Linie zu halten.
muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch eher dafür, dass er zum Abweichler wird und naja, dass die sich befreien. Ich hätte es aber halt sowieso, hab's ja auch anders gespielt oder hätte jetzt die letzten Episoden auch anders gespielt. Ich habe zum Beispiel kein Todesopfer menschliches gehabt. So, ja. Dann trifft man halt noch andere Entscheidungen. Ja, ich meine, das kann man halt vorher nicht wissen. Du hattest Hank ja gerettet, konntest ja nicht wissen, was da passiert. Bis auf halt den Dad, den man ganz am Anfang erschossen hat, mehr aus Notwehr oder aus Versehen, habe ich sonst da nichts irgendwie, ja. Ja, Menschen vergangen. Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall jetzt sehr interessant, so, weil diese Schiene, in die er sich jetzt entwickelt, oder wie sich das Spiel jetzt entwickelt, ist ja auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Ja, das jetzt stimmt.